Anna will kämpfen. Dennoch hat sie der Vorfall in der Firma schwer getroffen. Sie verkriecht sich zu Hause in ihrem Zimmer. 2 Stunden später kommt auch ihr Vater Daniel von der Arbeit. Er war den ganzen Tag in Gedanken nur bei seiner Tochter und bereut, dass er gestern nicht zu ihr gehalten hat. Er will sofort nach ihr sehen und mit ihr sprechen. Anna, mach doch mal auf! Nein! Was ist denn? Ich will nicht mit dir reden. Anna, bitte, mach auf. Ich mach mir Sorgen um dich. Was ist? Anna, Kind, wir haben doch immer über alles geredet. Hm? Aber das ist so scheiße. Was ist denn los? Nicht nur, dass ich vergewaltigt worden bin und gemobbt werde. Es war Phil heute sogar bei uns im Laden. Und mein Chef hat mir eine Abmahnung gegeben. Ach du liebe Zeit, warum das denn? Naja, weil er meinte, dass ich quasi den Ruf seines Geschäfts ruiniere. Das darf ja wohl nicht wahr sein. Ich rufe Herrn Fogliano gleich an und morgen fahre ich mit ihm zu deinem Chef und dann werden wir ihm die Meinung geigen. Bitte nicht. Du machst alles nur noch schlimmer. Es glaubt mir doch sowieso keiner. Du hast mir doch auch nicht geglaubt. Schatz, das tut mir auch leid, wie ich mich gestern verhalten habe. Ich war mit der Situation vollkommen überfordert. Komm, wir stehen das zusammen durch. Hm? Ich glaube dir. Und wenn du nicht möchtest, dass ich dahin fahre zu deinem Chef, dann lasse ich das erstmal. Hm? Wir stehen das schon zusammen durch. Wir schaffen das. Die 19-jährige Anna Weber wurde von Phil Seitz vergewaltigt. Doch außer ihren Eltern und Rechtsanwalt Giorgio Fogliano glaubt ihr niemand. Der Jurist sammelt Beweise, die ihre Aussage untermauern. Währenddessen startet Anna erneut einen Alleingang. Sie will, dass alle erfahren, was Phil ihr angetan hat. Phil, du Scheißvergewaltiger! Komm raus! Du kannst ruhig sehen, dass ich mich nicht von dir einschüchtern lasse. Ich bleib hier so lange, bis du die Wahrheit sagst. Was ist denn hier schon wieder los? Mach jetzt mal das Plakat weg! Lass mich! Weißt du eigentlich, dass meine Aktion schon was gebracht hat? Hast du dir schon mal deine Online-Bewertungen angeschaut? Habe ich, das ist ja das Dilemma. Die Leute vertrauen euch nicht mehr. Sie glauben mir, sie wissen ganz genau, was der für ein Mistkerl ist. Anna, ich bitte dich, du... Lass mich los! Hör auf damit! Was würdest du denn machen? Du ruinierst auch mein Leben. Glaubst du mir oder deinem Bruder? Ich weiß gar nicht mehr, was ich glauben soll. Das ist furchtbar hier. Emily, kommen Sie bitte rein, da ist ein Anruf für dich. So, die Polizei wird gleich da sein. Dann diesmal mache ich eine Anzeige. Ja, dann mach das. Die werden schon erkennen, dass du ein Arschloch bist. Dass du lügst, dass du noch nicht mehr in der Lage bist, alles zuzugeben, was du getan hast. Weißt du was? Du wolltest es. Das wissen wir beide. Und verdrehe nicht die Tatsachen, ja? Ich verdrehe die Tatsachen. Und wenn du mich weiterhin so provozierst, du weißt, ich kann ganz anders werden, ja? Also pass auf, was du machst. Ich lass mich von dir nicht einschüchtern. Ich bleib hier so lange, bis du pleite bist. Haben Sie das gesehen? Haben Sie gesehen, wie nahe er mir gekommen ist? Ist gut. Beruhigen Sie sich. Dass Sie so schnell gekommen sind. Dankeschön. Herr Seitz. Ja. Frau Weber, alles unter Kontrolle. Was machen Sie hier? Ich habe Ihnen Platzverweis erteilt. Meinen Sie, ich mache das zum Spaß? Sie verstoßen geltendes Recht. Ihren Sitz lassen wir auf Ihre Kosten entsorgen. Das kann ich Ihnen versprechen. Und Sie kommen jetzt mit aufs Präsidium. Aber das kann doch nicht wahr sein. Natürlich. Wir gehen jetzt mal, ja. Und wir melden uns. Genau. Kommst du? So, ja, Frau Weber, Ihre Geschichte erscheint jetzt in einem ganz anderen Licht. Ne? Also ich sag mal, die hat eindeutige Risse bekommen. Ne? Wieso das denn? Ja, uns liegt eine neue Zeugenaussage vor von der Tabea... Gott, wie hieß sie? Glock heißt Glock, sie. Ja, genau, Tabea Glock, Ihre Kollegin. Da haben wir so eine Konversation und aus der geht hervor, dass ja irgendwie alle Kollegen vom Möbelladen... Die ist doch nur eifersüchtig, die ist neidisch, die war die ganze Zeit schon eifersüchtig auf mich. Nee, eigentlich ist deutlich zu erkennen, dass Sie wohl, ich sag mal, am meisten angetan waren von Herrn Seitz, ne? Ich darf Ihnen das mal gerade vorlesen oder zeigen. Ne? Hier, das sind Ihre Nachrichten an Ihre Kollegin. Jetzt mal ganz im Ernst, Tabea. Phil ist doch echt der Hammer. Voll süß. Der ist doch echt heiß. Also eins sage ich dir. Sollte Phil auf mich anspringen, würde ich Simon, Ihren Freund Simon, auf der Stelle sitzen lassen. Ich werde ihm mal gleich zufällig über den Weg laufen. Das stimmt nicht. Damit er mich mal bemerkt. Phil ist so heiß. Ich hätte Simon niemals für Phil verlassen, okay? Ich liebe ihn. Der war nur ein Flirt. Entschuldigung, Frau Weber, es sieht eher so aus, als hätten Sie das alles hier inszeniert. Kommen Sie mit aufs Präsidium jetzt. Nein, ich rufe zuerst meinen Anwalt an. Das können Sie auf dem Präsidium machen. Ach, komm, ich werde jetzt meinen Anwalt anrufen. Lasse doch. Gut.
Entschuldigung, aber ich habe irgendwie den Eindruck, dass Sie nur in eine Richtung ermitteln möchten. Ich habe echt wirklich das Gefühl, Sie wollen nur meine Mandantin hier irgendwie an den Pranger stellen und haben überhaupt kein Interesse daran, den Herrn Seitz vielleicht mal auf die Schliche zu kommen. Also, wer sagt denn bitte, dass meine Mandantin diese Nachricht überhaupt geschrieben hat? Die können manipuliert worden sein und darüber hinaus, selbst wenn sie es geschrieben hat, was wollen Sie denn daraus ableiten? Also, ich meine, sind Ihre... Hallo. Die Vernehmung nebenan hat ein bisschen länger gedauert. Ja. Da hat sie vielleicht mit ihrer Freundin ein paar Nachrichten sich hin und her geschrieben. Ich verstehe jetzt aber nicht, was Sie jetzt daraus ableiten wollen. Entschuldigung. Diese SMS sind von Ihrer Mandantin an Ihre Arbeitskollegin Tabea. Und die sprechen ja wohl für sich selbst, oder? Also wir werden auf jeden Fall natürlich diese Tabea noch mal befragen. Das ist vollkommen klar. Aber bis wir diese Befragung gemacht haben, können wir nichts weiter tun jetzt erstmal. Ne? Okay. Dann können wir das hier auch abbrechen. Denke ich auch. Fall, oder? Im Moment schon. Anna? Ja. Wobei, geh du mal bitte schon mal ganz kurz vor. Ich möchte noch mal ganz kurz mit den Herrn Leinach sprechen. Okay? Meine Herren, aber ich möchte wirklich Sie um Informationen bitten. Die ganze Zeit ermitteln Sie jetzt gegen meine Mandantin. Was ist denn jetzt bezüglich Herrn Phil Seitz passiert? Was haben Sie denn da überprüft oder was haben Sie da rausgefunden? Naja, also die Kriminaltechnik hat folgende SMS schon erstmal ausgewertet hier. Er hat an ihre Mandantin geschrieben, Anna, was ist los? Warum bist du plötzlich weggelaufen? Und das auch zur entsprechenden Zeit, 21.43 Uhr. Aha, gut. Also ich versetze mich jetzt mal in die Lage von Herrn Seitz und ich unterstelle jetzt mal, seine Geschichte stimmt. Er sitzt also abends im Auto mit dem Mädchen, das plötzlich aufspringt und wegrennt in den Wald hinein. Und er rennt nicht hinterher oder er ruft sie nicht an, sondern er schreibt ihr eine Nachricht. Was ist los? Warum bist du weggelaufen? Kommt nur mir das komisch vor oder... Nee, aber da haben Sie schon recht. Also die Frage haben wir uns auch schon gestellt. Aber wir werden uns noch mal die Provider-Daten von dem Herrn Seitz geben lassen. Okay. Ja, und auch noch mal das Handy bei den Kollegen von der Kriminaltechnik mit untersuchen lassen, weil unter bestimmten Umständen können die also auch gelöschte Nachrichten wieder entsprechend sichtbar machen. Was soll er auch machen? Soll er hier in den dunklen Wald hinterherlaufen? Er ist nach eigener Aussage, nachdem sie aus dem Auto gesprungen ist, zu seinem Freund Sven, wie hieß der? Sven Lech gefahren und das haben wir auch überprüft. Die Aussage stimmt. Gut, Sven Lech, haben Sie da vielleicht irgendwie, weiß ich nicht, Adresse von ihm oder wissen Sie, wo er arbeitet? Wo ich ja, selbstverständlich, das können wir Ihnen nachher geben. Ja, das wäre wär sehr freundlich. Das heißt, als nächstes wird jetzt erstmal das Handy von ihm ausgewertet. Wenn da irgendwie Unstimmigkeiten sind, gehe ich ganz fest davon aus, er hat irgendwas zu verbergen und dann werden wir das auch rausfinden. Wir werden Sie dann auch entsprechend informieren. Klar. Natürlich. Gut, dann meine Herren, vielen Dank, ich finde alleine raus. Ja, einen schönen Tag noch. Ne? Die Daten lassen Sie mir zukommen, ja? Ja, auf jeden Fall. Perfekt, danke. Phil Seitz lügt auf jeden Fall. Ich weiß das, meine Mandantin weiß das. Wir müssen jetzt nur noch die anderen davon überzeugen. Ich werde jetzt erstmal mit diesem Sven sprechen, dieser Kumpel, bei dem Herr Seitz anscheinend an dem Abend noch war. Mal gucken, vielleicht hat er irgendwelche Informationen für uns, die die Polizei übersehen hat. Wäre schließlich nicht das erste Mal, dass die was übersehen. Währenddessen fährt Anna nach Hause und igelt sich wieder in ihrem Zimmer ein. Ihre Mutter Nadine macht sich große Sorgen um sie, denn die 19-Jährige wird immer verschlossener. Um Anna ein wenig aufzumuntern, hat sie für ihre Tochter einen Beauty-Nachmittag vorbereitet. Plötzlich steht Annas Freund Simon vor der Tür. Du, Anna? Simon ist da. Simon? Ja, habt ihr euch verabredet? Nö, eigentlich nicht. Eigentlich nicht, der macht so einen ernsten Eindruck. Okay. Hey, Schatz. Nee, danke, Anna. Wie? Was ist denn los? Naja, ich war bei der Polizei gewesen und wurde vernommen. Ja, und jetzt? Und hab erfahren, dass du ganz schön mit Phil geflirtet hast. Ich? Mit Phil geflirtet? Ja. Schatz, das kannst du doch nicht glauben. Doch, du wolltest mich aufgeben für ihn. Schatz! Wäre er darauf eingegangen. Das stimmt nicht. Das war nur die Tabea, meine Arbeitskollegin. Die erzählt die ganze Zeit nur Scheiße rum. Du weißt, dass ich dich liebe. Du weißt, dass ich alles für dich tun würde. Ich kann es nicht mehr alles glauben. Das mit der Vergewaltigung, das ist mir alles zu viel. Das glaube ich dir alles nicht mehr. Schatz, bitte. Was bedeutet das denn jetzt? Es ist erstmal aus. Nein. So you think. Rechtsanwalt Giorgio Forliano hat sich nach dem Gespräch auf dem Polizeipräsidium gleich auf den Weg zur Gärtnerei gemacht, in der Phil Seitz' Freund arbeitet. Er möchte ihn persönlich zum Tatabend befragen. Hallo. Guten Tag.
Ich grüße Sie. Ich bin der Anwalt von der Anna Weber. Von der haben Sie bestimmt schon was gehört, ne? Ja, von der habe ich schon gehört. Ich habe auch schon eine Aussage bei der Polizei gemacht. Genau deswegen bin ich hier. Ich würde Sie einfach bitten, könnten Sie mir vielleicht auch noch mal erzählen, was an dem Abend genau passiert ist? Das kann ich machen, ja. Da ist eigentlich nicht viel passiert. Also der Phil hat sich mich angerufen, ist abends vorbeigekommen, bisschen Playstation gespielt, abgezockt wie immer den Jungen. Und ja, dann ist er wieder abgehauen. Gut, hat er Ihnen denn gesagt, von wo er an dem Abend kam, ob er meine Mandantin zum Beispiel gesehen hat? Das hat er in der Tat. Er hatte mir erzählt, dass er mit ihr unterwegs war und sie dann aus dem Auto einfach ausgestiegen ist und dann abgehauen ist. Ganz komisch. Okay, Sie sagen komisch. Kennen Sie sie denn besser? Persönlich sogar? Also die Anna kenne ich nicht persönlich. Ich habe schon viel von ihr gehört. Ist halt so ein hübsches Mäuschen. Der Phil hat sich da auch mal so ein bisschen Hoffnungen gemacht, aber die hat ja einen Freund. Von daher ist das jetzt nichts Besonderes. Okay, dass sie einen Freund hat, hat er Ihnen an dem Abend erzählt? Nee, das weiß ich schon seit längerem. Hat die keinen Freund? Doch, alles in Ordnung. Dann würde ich sagen, an der Stelle haben Sie mir schon weitergeholfen. Erstmal vielen Dank. Ich würde mir vielleicht vorhalten, dass ich eventuell noch mal kommen könnte, wenn irgendwie noch Fragen offen sind. Alles klar, oder wenn Sie eine Blume wollen. Ja, ich habe schon gegessen, danke. Alles klar. Schönen Tag noch. Jedenfalls, danke. Ciao. Jetzt wird's ja spannend. Hat der Phil Seitz bei der Polizei nicht gesagt, er hat erst an dem Abend erfahren, dass meine Mandantin einen Freund hat? Und das war der Grund, warum er auch gleich mit ihr Schluss gemacht hat? Wenn er das doch schon seit längerem wusste, wie der Zeuge gerade gesagt hat, dann hat er doch gar keinen Grund, an dem Abend mit ihr Schluss zu machen. Das heißt, diese ganze Geschichte stimmt doch nicht mehr und er hat die Polizei angelogen. Also, Foliano? Wir haben Apparat. Perfekt. Vielen Dank. Wiederhören. Das war der Polizeikommissar Tillmanns. Der hat mir gesagt, morgen liegen die Provider-Daten von Herrn Seitz vor. Und dann werde ich da morgen mal vorbeischauen und gucken, was da rauskommt. In Berlin ist Anwalt Giorgio Foliano einem Vergewaltiger auf der Spur. Phil Seitz hat dessen Mandantin Anna Weber missbraucht. Doch der behauptet, die 19-Jährige wäre einverstanden gewesen und alle glauben ihm. Nun hat der Jurist neue Indizien, die er der Polizei mitteilt. Folgendes, ich habe ein bisschen was rausgefunden. Ich habe mit diesem Sven gesprochen und dieser Kumpel, bei dem Herr Seitz gewesen ist. Genau, richtig. Und der hat mir gesagt, und das fand ich sehr interessant, dass der Phil tatsächlich schon viel, viel früher wusste, dass meine Mandantin einen Freund hat. Das heißt also, er hat sie bei der Beschuldigtenvernehmung glasklar angelogen. Überhaupt kein Zweifel. Mhm. Das ist doch eigenartig. Ich meine, das ist ja so, er hat ja schon damit eine ganze Menge begründet, ne, mit diesem Wissen. So, das ist jetzt das, was ich Ihnen sagen kann. Von Ihrer Seite haben Sie das Handy auswerten lassen? Gibt es da schon irgendwelche Erkenntnisse? Ja, der Kollege Tillmanns ist gerade dabei. Okay. Sag mal, was mir gerade auffällt, also in seiner Gesprächsliste im Telefon ist dieser Anruf nicht drin. Diese Nummer allerdings ist bei ihm abgespeichert unter Muffin. Der Muffin, die Muffin, Muffin irgendwie. Ja, rufen wir gleich und mal der an. Anruf hat gedauert 8 Minuten 30 Sekunden und das auch zur richtigen Uhrzeit, 21:45. So, dann zeig mal die Nummer. Ja. Okay. Okay, ruf da mal an. Warum sollte er diese Nummer löschen? Das verstehe ich auch nicht, muss ich ehrlich sagen. Ups. Emily Seitz. Die Schwester? Die Schwester von Phil. Mhm. Aber warum ruft der Phil seine Schwester an, kurz nach der Tat? Und warum wird ausgerechnet dieses Telefonat gelöscht? Ja, das werden wir Sie jetzt fragen, ne? Ja, da fahren wir gleich hin. Ja, das möchte ich wissen. Spricht was dagegen, wenn ich Sie begleite? Nein, überhaupt nicht. Super. Langsam nimmt die ganze Sache aber wirklich Fahrt auf. Nicht nur, dass Herr Seitz bei seiner Beschuldigtenvernehmung gelogen hat. Offensichtlich will er auch andere Dinge vor der Polizei verbergen. Ich glaube, Frau Emily Seitz weiß wahrscheinlich mehr, als sie bis jetzt zugeben wollte. Schönen guten Tag, Frau Seitz. Hallo, guten Tag. Mein Bruder ist nicht im Haus. Wenn Sie zu dem wollen, müssen Sie später noch mal kommen, weiß ich jetzt auch nicht. Nee, wir sind schon Ihretwegen hier. Meinetwegen? Ja. Wie kann ich Ihnen denn weiterhelfen? Ja, wenn wir Ihnen sagen. Und zwar haben wir hier die Provider-Daten von Ihrem Bruder. Und daraus geht zweifelsfrei hervor, dass Ihr Bruder Sie in der Tatnacht doch angerufen hat. Und das hat er in seiner Beschuldigtenvernehmung aber nicht gesagt. Ja, gut. Kleinen Moment. Frau Seitz, ich mache Sie darauf aufmerksam, dass Sie nach § 55 Strafprozessordnung nicht aussagen müssen, dass es sich hier um Ihren Bruder handelt. Also ich weiß jetzt auch nicht, was ich dazu sagen soll. Ich kann mich an gar nichts erinnern. Ab und an telefoniere ich mal mit meinem Bruder, ob ich da nun mit dem telefoniert habe oder nicht. Na, Frau Seitz, kommen Sie mal bitte. Schauen Sie mal bitte. Ist das Ihre Telefonnummer?
Ja, das ist meine Nummer. Genau. Gut, dann hat er mich angerufen. Ja. Ich kann mich aber nicht mehr dran erinnern. Hat er mir auf die Mailbox gesprochen oder gab es einen Anruf in Abwesenheit? Frau Seitz, schauen Sie mal, es wurden 8,5 Minuten gesprochen. Das ist doch relativ deutlich. Das ist doch nicht so lange her. Sie müssen sich doch daran erinnern können, dass Sie mit Ihrem Bruder gesprochen haben. Ja, dann hat er mich halt angerufen. Aber da haben wir nur organisatorische Sachen besprochen. Irgendwas hier wegen dem Restaurant, das machen wir fast jeden Abend. Ich weiß gar nicht, was das hier soll. Na gut. Frau Seitz, wir erwarten Sie dann morgen früh pünktlich um 10 Uhr im Polizeipräsidium, damit Sie Ihre Aussage zu Protokoll geben können. Ne? Schönen Tag noch. Schönen Tag noch. Wiedersehen. Ich möchte noch kurz mit Frau Seitz reden. Ja? Sie können jetzt schon mal gehen. Danke. Frau Seitz, hören Sie mir bitte ganz kurz zu. Versetzen Sie sich mal bitte eine Minute in die Lage meiner Mandantin. Sie ist noch wirklich jung, ihr ist was wirklich Furchtbares passiert. Und jetzt glaubt ihr plötzlich keiner. Überlegen Sie doch mal bitte, Ihnen würde sowas passieren oder einer Ihrer Freundinnen. Das ist ein furchtbares Verbrechen. Da gibt es Opfer, die ihr ganzes Leben lang darunter leiden. Ich verstehe doch, dass Sie Ihren Bruder schützen wollen, aber für welchen Preis denn bitte? Tun Sie mir bitte den Gefallen. Überlegen Sie bitte noch mal genau, ob Sie uns nicht wirklich helfen wollen. Ich gebe Ihnen mal meine Karte. Ja? Wenn Sie sich anders überlegen oder Ihnen irgendwas noch einfällt aus der Tatnacht, tun Sie mir bitte den Gefallen. Zögern Sie nicht, rufen Sie mich bitte an. Okay? Okay. Schönen Tag noch. Ich glaube, Frau Seitz will einfach nur Ihren Bruder schützen. Ich meine, erst hat sie gesagt, sie hat gar nicht mit ihm gesprochen in der Tatnacht. Danach hat sie dann plötzlich gesagt, ja doch, sie hat mit ihm gesprochen, aber es ging nur ums Restaurant. In meinen Augen lügt sie und ich würde mich nicht wundern, wenn es irgendwas mit der Vergewaltigung zu tun hat. Wer weiß, vielleicht konnte ich ja jetzt ein bisschen Eindruck auf sie machen und habe sie vielleicht ein bisschen zum Nachdenken angeregt. Aber eins ist sicher, ob mit oder ohne ihre Hilfe, Herrn Philipp Seitz werde ich auf jeden Fall überführen. Auch Anna, nicht den Mut verlieren. Schau mal, ich habe mit der Polizei gesprochen. Es gibt die ersten Widersprüche von Phil. Herr Seitz hat bei der Polizei ja gesagt, du erinnerst dich bestimmt, dass er gesagt hat, er hat an dem Abend erst erfahren, dass du einen Freund hast. Deswegen hat er dich aus dem Wagen geschmissen, hat die ganze Sache beendet. Aber jetzt weiß ich aus ziemlich sicherer Quelle, dass es gelogen war. Er wusste schon vorher, dass du einen Freund hast. Und damit fällt natürlich auch dieses ganze Gebilde zusammen, dass er sich da als Motiv zusammengestrickt hat, dich aus dem Wagen zu schmeißen. Und darüber hinaus, der hat anscheinend in der Nacht auch noch telefoniert und hat diesen Anruf aus seiner Liste gelöscht, aus irgendeinem Grund. Er hat mit seiner Schwester telefoniert und wollte anscheinend nicht, dass wir das erfahren. Also, wir sind wirklich kurz vor einem Durchbruch. Verlier bitte nicht den Mut. Ja, aber denken Sie, das macht alles noch Sinn? Vielleicht war ich selbst schuld daran, was passiert ist. Vielleicht habe ich ihm einfach nur die falschen Signale gesendet und... Prinzessin, so darfst du doch gar nicht denken. Er hat dir das angetan und nichts anderes. Hm? Foliano? Ja, Apparat. Okay, Moment. Ja, das kann ich schaffen. Okay, dann komme ich dahin. Danke. Folgendes, das war gerade Emily Seitz, die Schwester von Phil. Die, glaube ich, ist wirklich eine ganz, ganz wichtige Zeugin in dem ganzen Verfahren. Und die hat jetzt gesagt, dass sie sich mit mir treffen möchte. Sie möchte mir noch ein paar Informationen geben. Ich gehe ganz fest davon aus, es sind ziemlich wichtige Informationen. Ich werde mich bei Ihnen noch mal melden, sobald ich was Neues habe. Erstmal muss ich mich mit ihr treffen. Wer weiß, wie lange sie auf mich wartet. Ich fahre gleich los. Bleiben Sie ruhig. Mhm. Ich schaue durch. Anna, nicht den Mut verlieren, okay? Ja, vielen Dank, dass Sie uns gleich Bescheid gesagt haben. Ne? Gar kein Problem, gerne. Das macht ja wirklich Mut. Ich wünsche mir einfach nur noch, dass alles vorbei ist und dass ich wieder ein normales Leben führen kann. Und ich wünsche mir, dass Herr Foliano endlich allen zeigt, was Phil für ein Mistkerl ist. Anwalt Giorgio Foliano kann Phil Seitz endlich überführen. Er hat sofort die Kriminalpolizei verständigt. Die Beamten und der Jurist stellen Annas Vergewaltiger zur Rede. Herr Seitz, Ihre Schwester hat gerade ausgesagt, dass Sie sie eben doch in der Tatnacht angerufen haben. Sie haben sie angerufen und Sie haben ihr gesagt, ich habe völligen Mist gebaut, ja, ich habe die Anna vergewaltigt. Und Sie haben sie angefleht, Ihnen zu helfen, weil Ihnen schon klar ist, wenn Sie im Gefängnis sitzen, ist es ja auch vorbei mit Ihrem Restaurant hier. Ja? Aber sie war so entsetzt, dass sie es abgelehnt hat, ihnen zu helfen. Daraufhin sind Sie dann zu dem Sven gefahren, der augenscheinlich die ganze Zeit von der ganzen Sache überhaupt gar nichts wusste. Emily, was erzählst du? Seid Schluss jetzt mit den Lügen. Jetzt wird wirklich mal Zeit, dass Sie mir uns reinen Wein einschenken. Ihre Schwester möchte nicht mehr für Sie lügen. Schlimm genug, was Sie gemacht haben. Aber jetzt sollten Sie mal wirklich langsam mit der Wahrheit rausrücken. Und ganz ehrlich, was geschehen ist, ist jetzt geschehen. Das können Sie eh nicht rückgängig machen. Aber blicken Sie mal in die Zukunft. Für Ihr Strafverfahren könnte sich das auch Strafmittel auswirken, wenn Sie jetzt endlich mal gestehen. Ja, okay, ich hab sie vielleicht gegen ihren Willen, aber Anna ist doch hier die Initiatorin von allen. Sie hat mich doch mit Absicht heiß gemacht und hat dann plötzlich einen Rückzieher gemacht. Ich bin auch nur ein Mann und folge meinem Trieb. Oh, Herr Seitz, hören Sie bloß auf, sowas kann ich überhaupt nicht hören, dass Männer wie Sie unschuldige Frauen dann auch mit reinziehen in ihre Geschichten. Fakt ist, dass Sie schuld sind, Sie sollten sich was schämen. Herr Seitz, ich nehme Sie jetzt vorläufig fest. Ich bin dankbar dafür, dass sich Frau Seitz dazu entschlossen hat, nicht länger zu schweigen. Auch dank Ihrer Aussage muss ich Herr Seitz jetzt vor Gericht wegen Vergewaltigung verantworten.
Und meine Mandantin kann endlich damit beginnen, die ganze Sache wirklich zu verarbeiten. 6 Wochen später geht es Anna schon viel besser. Sie hat ihren Ausbildungsplatz gewechselt. Mit ihren Kollegen wollte sie nichts mehr zu tun haben. Simon hat sie seit ihrer Trennung bewusst nicht mehr gesehen. Und so langsam kehrt Normalität in ihr Leben zurück. Heute geht sie zum ersten Mal wieder mit ihrer Mutter shoppen. Dann kannst du den da so drauf machen? Naja, vielleicht. Kannst du ja mal anprobieren. Mama, da ist Simon. Was macht der denn hier? Keine Ahnung. Hallo, Anna. Hi. Wie geht's dir denn? Gut. Anna, ich versuche dich seit Tagen zu erreichen, aber du gehst nicht an dein Handy. Ja, Simon, ich habe im Moment einfach keine Lust und keine Zeit für das Ganze. Ich brauche Zeit für mich. Aber Anna, es tut mir wirklich leid. Ich weiß, dass es alles scheiße war, aber ich vermisse dich wirklich und... Nee, bitte tu mir einen Gefallen und Hallo, Simon. Ich meine, wenn Anna mit dir nichts mehr zu tun haben will, dann musst du das ja wohl akzeptieren. Hm? Also ich glaube, Simon, ist besser, wenn du jetzt gehst. Hm? Also ich weiß nicht, einfach hier aufzutauchen, ja, das spioniert er ja fast nach. Also ich bin wirklich enttäuscht von ihm und ich hoffe, dass er jetzt mal ein bisschen Abstand von dir hält. Das hoffe ich auch. Anna, bitte Anna, hör mir nur ganz kurz zu. Ich Nee, Simon. Weiß, dass es alles scheiße war, aber Hör auf. Ich werde dir jeden Tag Blumen schenken, bitte. Wir können ja vielleicht mal einen Kaffee zusammen trinken gehen. Aber lass mir erst mal Zeit, okay? Ja, ist gar kein Problem. Bitte schön. Anna, melde dich bei mir, ja? Jederzeit. Es wird jetzt wohl noch ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen, bis ich alles wieder verarbeitet habe. Meine Therapie mache ich auch jeden Tag. Aber trotzdem habe ich aus dieser Aktion ziemlich viel gelernt für den Rest meines Lebens. Und ich denke einfach, dass mir jetzt andere Sachen wichtiger sind im Leben. Anna muss erst einmal zu sich finden, um wieder für eine Beziehung bereit zu sein. Doch sie trifft sich regelmäßig mit Simon und wer weiß, vielleicht haben sie ja eine gemeinsame Zukunft. Ihr Vergewaltiger Phil Seitz hingegen wird die nächsten 5 Jahre seines Lebens im Gefängnis verbringen.